Zum Einstieg in den Grundkurs der Energietechnik erfolgt eine kurze Einführung und Wiederholung der Mechanik. In der Mechanik beschäftigen wir uns mit der Bewegung von Körpern mit gleichmäßiger Geschwindigkeit oder einer gleichmäßigen Beschleunigung. Die drei zentralen physikalischen Größen, die wir benötigen, sind die Länge, die Zeit und die Masse. Die Strecke oder die Länge wird abgekürzt mit dem kleinen Buchstaben S und hat die Einheit Meter oder entsprechend Kilometer, Zentimeter, Millimeter. Die Zeit mit dem kleinen Buchstaben T abgekürzt und der Einheit Sekunde. Und schließlich die Masse, klein m, mit der Einheit Kilogramm. Weitere SI-Einheiten, die in der Physik vorkommen, sind die Temperatur, die Stromstärke, die Stoffmenge und auch die Lichtstärke. Wir werden uns in der Mechanik aber auf diese drei Größen Länge, Zeit und Masse konzentrieren. Zunächst werden wir eine gleichförmige Bewegung beschreiben, bei der ein Körper sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Dazu wollen wir die Geschwindigkeit einführen und definieren. Die Geschwindigkeit eines Körpers, klein v, beschreibt die Änderung des Weges, den ein Körper zurücklegt, mit der Zeit. Die Einheit ergibt sich direkt als Meter pro Sekunde. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, dass wir einen Körper haben, der sich entlang einer Strecke auf einer Ebene bewegt, innerhalb einer bestimmten Zeit t. Dann lässt sich hieraus bestimmen, mit welcher Geschwindigkeit sich dieser Körper bewegt. Das ist halt die Strecke, die er zurückgelegt hat, dividiert durch die Zeit. Diese Bewegung lässt sich nun auch grafisch darstellen, indem wir uns angucken, wie sich die Strecke, die der Körper über eine bestimmte Zeit verändert. Das heißt, innerhalb eines Zeitintervalls, zum Beispiel eine Sekunde, bewegt sich der Körper einen Meter zum Beispiel weit. Das heißt, er hat eine Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde. Und dies lässt sich nun fortsetzen, dass immer nach einer Sekunde der Körper sich um einen Meter fortgesetzt hat, sodass wir dort diese Gerade bekommen und die Steigung dieser Geraden entspricht genau der Geschwindigkeit. Hat der Körper eine höhere Geschwindigkeit, wäre die Steigung größer, wäre die Geschwindigkeit geringer, wäre auch die Steigung geringer. Das heißt, man kann diese Steigung v, die Geschwindigkeit, statt mit den Deltas wie oben in dieser Gleichung, die wir hier oben aufgeschrieben haben, auch schreiben als die differenzielle Änderung der zurückgelegten Strecke über die Zeit. Das heißt also, die Ableitung des Weges nach der Zeit. Oder wie man es auch verkürzt schreibt, einfach als S-Punkt. Der Punkt stellt dabei dar, dass die Strecke nach der Zeit abgeleitet wird und dies der Geschwindigkeit entspricht. Daraus lässt sich nun ableiten, welche Strecke ein Körper zurückgelegt hat bei einer konstanten Geschwindigkeit nach einer bestimmten Zeit. Das heißt, wir nehmen diese Gleichung hier und stellen sie um nach der zurückgelegten Strecke. Das heißt, also hier steht dann ds ist gleich v mal dt. Und um die Strecke s zu bekommen, müssen wir diese Gleichung integrieren. Damit ergibt sich auf der linken Seite die Strecke als Funktion der Zeit. Und das Integral auf der rechten Seite, dadurch, dass die Geschwindigkeit konstant ist, steht auf der rechten Seite v mal t plus einer Integrationskonstanten s0. Das heißt also, die zurückliegende Strecke hängt ab von der Geschwindigkeit und der abgelaufenen Zeit. Als nächstes wollen wir den Fall der konstanten Beschleunigung betrachten.
Beschleunigung wird dabei abgekürzt mit dem kleinen Buchstaben a für Acceleration aus dem Englischen. Das heißt, nun ändert sich die Geschwindigkeit mit einer konstanten Beschleunigung a. Wie lässt sich dies nun darstellen? Die Betrachtung ist analog zur Geschwindigkeit. Betrachten wir folgenden Fall. Wir haben eine Masse, die auf einer ebenen Fläche liegt. Hier haben wir eine Tischkante. Hier hängt eine weitere Masse über einen freien Fall. Kann diese Masse nun nach unten fallen? Die wird durch die Erdanziehung angezogen. Was passiert nun? Durch die Erdanziehung, die nach unten wirkt, wird dieser Körper hier oben auf der Ebene mit einer konstanten Beschleunigung beschleunigt und nimmt an Geschwindigkeit zu. Die Beschleunigung a lässt sich beschreiben als die Änderung einer Geschwindigkeit mit der Zeit, beziehungsweise auch wieder infinitesimal, kleinen Größen dv nach dt, beziehungsweise abgekürzt wie mit einem v-Punkt. Das heißt, die Beschleunigung ist die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit. Hieraus lässt sich direkt ermitteln, wie eine Geschwindigkeit nach einer bestimmten Zeit aussieht. Wieder durch Integration nach obigem Beispiel, was wir hier oben gerade gesehen haben. Das heißt also, diese Betrachtung ist analog durchzuführen. Das heißt also, die Geschwindigkeit ist die konstante Beschleunigung mal der Zeit plus eine Anfangsgeschwindigkeit, die unser Körper vielleicht schon hat, sodass wir daraus die Geschwindigkeit nach einer bestimmten Zeit, 1, 2, 3, 10 Sekunden, ermitteln können. Wollen wir nun die Strecke bestimmen, die ein Körper bei einer konstanten Beschleunigung zurückgelegt hat, so nutzen wir die Gleichung von oben, nämlich ds ist gleich v mal dt. Für v setzen wir nun diese Gleichung hier oben hier ein. Das heißt, wir haben hier stehen a mal t dt plus v0 mal dt. Diese Gleichung integrieren wir nun auf beiden Seiten, haben auf der linken Seite wieder stehen s als Funktion von t. Dann integrieren wir den ersten Teil, das heißt a mal t dt. Das a ist eine Konstante, das heißt hier vorne steht 1/2 a mal t Quadrat. Der zweite Term wird integriert. V0 ist ebenfalls eine Konstante. Das ist die Anfangsgeschwindigkeit, die unser Körper zum Zeitpunkt t gleich 0 hat. Das ist auch eine Konstante. Das heißt, hier steht dann V0 mal t plus, und dann fehlt noch die Integrationskonstante, dadurch, dass wir ein unbestimmtes Integral haben, S0. Was bedeutet diese Gleichung nun? Wir haben drei Terme, nämlich einmal den ersten Term, der uns die Strecke angibt bei der konstanten Beschleunigung und einer geschwitzten Zeit. Die Zeit geht quadratisch in die zurückgelegte Strecke ein. Als zweiten Term die Anfangsgeschwindigkeit, die ebenfalls einen Term beiträgt, der mit der Zeit wächst. Und dann haben wir noch den Anfangspunkt, der nicht im Nullpunkt liegen muss, sondern schon fortgeschritten sein kann. Betrachten wir jetzt das Beispiel von oben, dass wir einen ST-Diagramm uns angucken und machen uns den Fall etwas einfacher, dass wir sagen, wir haben keine Anfangsgeschwindigkeit und auch keine Anfangsstrecke, sondern fangen im Punkt S0 hier unten an. Wie lässt sich das nun darstellen? Nach einem gewissen Zeitintervall haben wir eine Strecke zurückgelegt, die quadratisch mit der Zeit wächst. Das heißt also, wenn wir jetzt hier mal Koordinaten einzeichnen auf der S- und auf der T-Achse, dann haben wir nach einer Zeiteinheit eine gewisse Strecke zurückgelegt und nach zwei Zeiteinheiten die doppelte Strecke. Das heißt, wenn wir ein Kästchen vorwärts gekommen sind, haben wir nach zwei Zeiteinheiten vier Kästchen zurückgelegt und nach drei Zeiteinheiten, nach drei Sekunden zum Beispiel, neun Kästchen. Dann hat der Körper sich bis hier oben bewegt. Wenn wir diese Punkte nun verbinden, ergibt sich eine Parabel, bei der die Strecke sich quadratisch bewegt.
mit der Zeit vergrößert. Analog das Diagramm für die Geschwindigkeit. Wie sieht die Geschwindigkeit aus? Wie verhält die sich mit der Zeit bei einer konstanten Beschleunigung? Auch hier zeichnen wir wieder die Zeitschritte ein und die Geschwindigkeitsschritte. Das heißt also, bei einer konstanten Beschleunigung hat sich die Geschwindigkeit um eine Einheit erhöht. Das heißt also, als Beispiel mal machen, eine Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde Quadrat, das ist die Einheit der Beschleunigung, dann ergibt sich nach einer Zeiteinheit eine Geschwindigkeit von einem Meter. Wo kommt das her? Geschwindigkeit v von t ist ja a mal t plus eine Anfangsgeschwindigkeit, die wollen wir jetzt vernachlässigen. Wir sagen, nach einer Sekunde, mal der Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde Quadrat, daraus ergibt sich eine Geschwindigkeit nach einer Sekunde von einem Meter pro Sekunde. Das heißt, wir sind dann hier bei einem Meter pro Sekunde. Nach 2 Sekunden haben wir natürlich analog eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. 2 Sekunden mal eine Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde Quadrat ergibt eine Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde. Dann werden wir hier oben 2 Sekunden, 4 Sekunden. Entsprechend wären wir bei 4 Meter pro Sekunde. Es ergibt sich eine gerade Linie in diesem VT-Diagramm und die Steigung in diesem Diagramm entspricht genau der Beschleunigung. Machen wir nochmal ein konkretes Beispiel. Betrachten wir einen Turmspringer, der auf dem 5-Meter-Brett steht. Das heißt, diese Höhe hier soll 5 Meter sein. Wir möchten jetzt hier in den Swimmingpool springen. Die Beschleunigung, mit der er nach unten fällt, a, entspricht ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist die Erdbeschleunigung, die normalerweise auch mit g abgekürzt wird. Das ist die Erdbeschleunigung. Und wir wollen nun wissen, wie lange dauert es, bis der Turmspringer im Becken landet. Natürlich vernachlässigen wir wieder die Luftreibung. Was haben wir? Wir haben die Gleichung S ist gleich 1/2 a mal t². Die Beschleunigung kennen wir, die Strecke S kennen wir, das sind die 5 Meter. Wir wollen jetzt die Zeit bestimmen, das heißt, wir lösen diese Gleichung jetzt nach der Zeit auf. Das heißt, wir stellen die Gleichung um. T Quadrat ist damit 2 mal s dividiert durch a. Dann können wir noch die Wurzel ziehen. Das heißt, die Zeit ist 2s durch a. Nun können wir alle Größen einsetzen, um die Zeit zu bestimmen. Das heißt also, t ist gleich die Wurzel aus 2 mal 5 Metern dividiert durch 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, im Zähler steht 10. 10 macht 1. Das heißt also, die Zeit, die der Springer braucht, um vom Sprungturm im Wasser zu landen, ist 1 Sekunde.